Wir haben insbesondere folgendes Ergebnis. In den rationalen Zahlen sind die Gleichungen x² gleich p mit p Elemente aus einer natürlichen Zahl, also aus n, p Prim, Primzahl, nicht lösbar. Wenden wir uns wieder speziell dem Problem der Diagonale eines Einheitsquadrats zu, dann haben wir insbesondere in Q ist die Gleichung x² gleich 2 nicht lösbar. Wir können zwar keine rationale Lösung für diese Gleichung x² gleich 2 bekommen, weil die ja nicht lösbar ist in Q. Aber wir können in Q das Ergebnis, die Lösung dieser Gleichung näherungsweise bestimmen. Das heißt, wir können rationale Zahlen bestimmen, deren Quadrat nur sehr wenig von 2 abweicht. Man kann sogar erreichen, dass diese Abweichung beliebig klein wird, wobei man noch erklären muss, was beliebig klein heißt. Also, wir bestimmen eine näherungsweise Lösung. Ich schreibe es mal so. Also eine Näherungslösung für x² gleich 2 in Q. Dafür gehen wir von der Ungleichung aus 1 zum Quadrat kleiner 2 kleiner als 2 zum Quadrat. Das stimmt sicher, weil 1 zum Quadrat ist 1, ist kleiner als 2. 2 zum Quadrat ist 4. Wenn es überhaupt so ein x mit x² gleich 2 gibt, dann muss auf jeden Fall gelten für dieses x. Ja, wir ziehen hier sozusagen die Wurzeln 1 kleiner. Wurzel 2, also x, kleiner 2. Das haben wir schon in unserer Konstruktion bemerkt, dass das x zwischen 1 und 2 liegt. Schauen wir uns das nochmal an. Was wir jetzt haben, ist, das x liegt irgendwo zwischen 1 und 2. Ich kennzeichne das mal folgendermaßen. Hier zwischen diesen beiden rationalen Zahlen liegt das x. Wir bilden jetzt das arithmetische Mittel von 1 und 2 und erhalten folgendes.
das können Sie im Kopf ausrechnen. Das arithmetische Mittel von 1 und 2 sind 1 plus 2 durch 2, gibt 3 halbe. Das heißt, wir bekommen 1 zum Quadrat kleiner 2 kleiner 3 halbe zum Quadrat. Halbe zum Quadrat sind 9 Viertel, das ist sicher kleiner als 2 zum Quadrat. Und somit wieder für x, also wir ziehen die Wurzeln, 1 zum Quadrat, 1 kleiner x, x kleiner 3 halbe, kleiner 2. Das heißt, unser x liegt zwischen 1 und 3 halbe. Wir versuchen, ob wir uns unten noch besser annähern können. Wir bilden das arithmetische Mittel von 1 und 3 halbe. Und erhalten, das kann man ausrechnen, 2 halbe plus 3 halbe gibt 5 halbe, durch 2 gibt 5 Viertel. Das heißt, wir kriegen Folgendes, wieder die Quadrate, 1 zum Quadrat ist sicher kleiner als 5 Viertel zum Quadrat, ist sicher kleiner als 2, sicher kleiner als 3 halbe zum Quadrat. Kleiner als 2 zum Quadrat. Somit für das x, das liegt also zwischen 1 kleiner 5 Viertel, kleiner x, kleiner 3 halbe, kleiner 2. So, und also das liegt zwischen 5 Viertel und 3 halbe. Das mache ich mal so, dass ich da die Farbe ändere. Und ich zeichne das oben ein. 5 Viertel ist 1,25. Und 3 halbe ist 1,5. Wir versuchen, ob wir das noch besser machen können, indem wir das arithmetische Mittel von 5 Viertel und 3 halbe bilden. Wenn wir so weitermachen, das arithmetische Mittel von 5 Viertel und 3 halbe, können wir wieder ausrechnen. 3 halbe sind 6 Viertel und 5 Viertel gibt 11 Viertel, durch 2 gibt 11 Achtel. Das heißt, wir kriegen Folgendes. Also 1 zum Quadrat, kleiner 5 Viertel zum Quadrat. Kleiner 11 Achtel zum Quadrat, kleiner 2, kleiner 3 halbe zum Quadrat, kleiner 2 zum Quadrat. Das heißt, wenn wir das wieder für das x hinschreiben, 1 kleiner 5 Viertel, kleiner 11 Achtel, kleiner x,
kleiner. 3 halbe. Kleiner 2. Wenn wir das Verfahren fortsetzen, erhalten wir Folgendes. Ich schreibe das so hin. Fortsetzung des Verfahrens. Das können Sie gerne nachrechnen. Das x liegt zwischen 1 und 2. Also 1 kleiner x kleiner 2. Oder hier ist unser x. Dann haben wir 5 Viertel. Kleiner x, kleiner 3 halbe, das ist uns ja schon bekannt. Dann haben wir 11 Achtel. Kleiner x, kleiner 23 Sechzehntel, dann haben wir 45 Zweidreißigstel, kleiner x, kleiner 91 64stel, und so weiter und so weiter. Wenn Sie das Verfahren fortsetzen. Wir wollen uns das mal veranschaulichen. Hier oben sehen wir schon, zunächst zwischen 1 und 2. Ich mache die Grenzen mal rot, da liegt irgendwo das x. Dann haben wir, den Bereich zwischen x liegt zwischen 5 Viertel und 3 halbe. Dann haben wir 11 Achtel zu 23 Sechzehntel. 11 Achtel ist als Dezimalzahl 1,375. Können Sie im Taschenrechner ausrechnen. Das heißt, wir vergrößern unseren Maßstab. Also liegt zwischen 1,375. Also hier, 11 Achtel und 23 Sechzehntel sind als Dezimalzahl, rechnen Sie mit dem Taschenrechner aus, 1,4375. 1,4375, das liegt ungefähr hier, 23 Sechzehntel. Also diesen Bereich vergrößert, 1,35, und zwischen 1,35 und 1,45. Zweiunddreißigstel, wenn Sie das ausrechnen, ist es 1,1406, also die 91 64stel sind 1,42875, also zwischen 1,414 und 1,423. Wir schauen nach dem Maßstab, wir schauen uns zuerst wieder den Bereich an. Und
1,424. Also diesen Bereich haben wir wieder vergrößert, dargestellt. Und wir suchen uns die genauen Werte hier drin. 45/32 ist 1,406, 1,405, 1,406, 2,5. Das ist ungefähr hier. Und 91,64 als Dezimalzahl ist 1,421875, ungefähr hier. Und dann geht es natürlich noch weiter.